Ich weiß, Nines hat eh 50.000 Charaktere. Aber wir sehen Lucina und Marv, das wird sehr interessant. Gegen ganz normal Dark Pit Samus. Allgemein Lucina und Marv, beides ziemlich geil damit Charaktere. Du hast schnelle Hitboxen, das schöne Confirms, das auch starke Confirms. Vor allem Lucina hat eben diese Edgeguards, kann den Partner mal retten. Haben beide schöne Kombos, schöne Combo Extender. Und genau, gerade sehen wir wahrscheinlich eher so ein sehr schöne Hilfe da. Was wahrscheinlich viel sehr empfehlen, ist so quasi 1v1 noch 20 Seiten. Einfach nur, weil das hier sich vielleicht gut ergeben hat gerade. Es werden beide gelatchtrappt. Ich meine, interessant mal schauen, wie hier gelatchtrappt wird, weil sowohl Marv als Lucina singles haben sehr, sehr krass Deadtrapping. Aber damit sind sie mal alles chaotischer, muss man sagen. Es ist deutlich schwerer, das richtig durchzusetzen, diesen Gameplan da zu executen. Also mal schauen, bisher eigentlich beides recht even. Beide haben knapp 100%. Schön ist eben, ja, an Samus und Dark Pit, die beiden können mal ein bisschen campen, haben ein bisschen Advantage. Samus hat einen Chartshot, Pit hat seine Pfeile, die müssen nicht immer unbedingt approachen. Dagegen Marv und Lucina, die haben eben nur Schwerter, die können nicht anders. Ich denke, da ist interessant zu sehen, wie so der Flow des Spiels ist. Aber bisher, genau, wieder die 2-1-1s, wie wir es eben bedeckt haben. Mein Zack wurde durch die erste Kill, ist das war wichtig. Oh, das war sehr schön getimt von Sarah drin. Die hat da gerade extra den Downthrow gemacht, um mehr Zeit zu haben, damit der Smash nicht sie trifft. Oh, das hat was halt wie. Und beides ist damit komplett even. Oh ja, das ist gepunished. Das wäre irgendwie Recap gewesen. Und damit ist das Team von Edo und Heinz ein leichter Stockbeat. Die Samus-Abwehr, Leute, fallen raus. Das kennt man. Und wieder ein bisschen mit so die Samus, die ist halt bis unledged, die campt ein bisschen. Ist auch vollkommen okay, ist halt so Samus-Gameplan. Das hat hier sehr gut. Ah, geht sehr schön, damit wieder ausgeglichen. Leichter Stockbeat hier, oder 100% Lead für das blaue Team. Aber es ist nichts, was irgendwie eine Kombo nicht so ausgleichen würde. Wieder dasselbe. Unisin, mach ein bisschen Chart-Shot. Sehr schönes Loaning. Und wieder so 2-1 gegen 1. Genau, geplant. Ein bisschen gefährlich. Da muss man aufpassen, dass man Unisin an Ledge ist. Dann wird auch lange gelatchtrappt, aber es kommt eigentlich mal sehr schnell zur Hilfe. Das ist hier sehr schön der Awareness eigentlich. Der Perry auf dem Tubi, das sieht man irgendwie immer. Schöner Moonweed. Das ist so typisch, immer wenn so Marv-Sinas für die YouTube gehen und Shieldbreaken wollen, dann parryen die Leute plötzlich und denken so, ah cool, einfach den Shieldbreaker-Move geparried. Sehr schön im Grab ausgewertet mit dem Jump. Und hier Respekt an ist einfach Marv ein Double spielt, weil diese Tipper an die Single zu treffen, ist dann wirklich schwer als für mich. Und das hier, Double zu machen, ist ziemlich beeindruckend. Ja, das ist ja auch der Dash Attack, die hätte sogar fast schon gekillt, sehr schön der Parry und die Backair. Und ist wieder komplett team eigentlich. Also würde ich gerne heute den ersten Stock holen, kann sich hier weiter aufbauen. Sehr schöner Punish von 9. Ich glaube, dass die Eier auf dem F4 war vielleicht nicht ganz richtig. Das hat er hier sehr früh gekillt. Und okay, wieder hier leichter Stockbeat für das blaue Team. Aber der Marv, der ist halt fast tot. Und vor allem so Samus hat wirklich kein Problem damit, den Kill zu holen. Okay, ich dachte, Snapchat-Bin von Fegoilo ist was schön. Man sieht immer, wenn er in der Ledge hat, der bleibt da auch eine ganze Weile. Ich gehe mal so ein bisschen nach Full Distance, regiert ein bisschen. So ein bisschen auch mit diesen Aerials. Das macht er hier sehr schön. Ja, und das ist wieder alles ausgeglichen. Und man sieht hier wieder, eigentlich komplett even. Aber wenn jetzt hier das rote Team vielleicht so einen leichten Kill. Schöne Kill-Kombo. Wenn jetzt das rote Team sofort die Killung kann, dann ist alles entspannt. Ansonsten ist es immer so, wer den anderen besser chippt. Ja, hier. Ja, Figuilo. Ich sehe ihn immer an Ledge trappen. Das macht eigentlich wunderschön. Immer wenn der Gegner wirklich einmal trifft, dann ist er an Ledge. Dann geht's noch weiter. Hier, das ist jetzt gefährlich. Das sind böse Prozente. Für beide Teams. Ja, der Chartshot killt sogar schon fast. Sehr schön, der Fall in den Grab. Aber der hat die Kommandanten nicht beendet. Auch dieses Abwies, das ist alles wirklich hier sehr, sehr offen. Aber mal, erst bei Charge kann ja funktionieren. Das ist in der Pivot Grab hier, Abwehr killt noch nicht ganz. Mit ein bisschen Rage wahrscheinlich schon, aber es sind immer noch Doubles. Da haben sie eben ein bisschen wieder noch weg. Und auch das, es ist wirklich sehr, sehr knapp. Wenn ich jetzt erfahren bin, 90%, ja, und das muss jetzt. Ah, der Abfuck geht schon, das ist jetzt ziemlich langweilig. Ich dachte, wir sind vielleicht so ein cooles 2-1-Comeback, wenn sie das mal träumen, da war leider nicht. Damit 1-0 für die Sache-Version ohne Sinn. Aber trotzdem sehr, sehr knappes Game gewesen, auf jeden Fall. Eigentlich war es so prozentmäßig immer super even. Und vor allem so ein Knights ist einer, der hat 1000 Charaktere. Wenn er Bock hat, pickt er jetzt eben was anderes. Würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt irgendwie den Snake sehen, wenn wir die Aegis sehen, wenn wir den Diddy Kong sehen, den Joker sehen.
Der hat völlig genug Charaktere. Das ist natürlich eigentlich kein Problem für ihn. Aber es ist manchmal, also es bleibt sowas. Am Doubles ist eben ein Fun-Format, muss man sagen. Da kann man einfach spielen, worauf man Bock hat. Und es wird schon irgendwie funktionieren. Dementsprechend mal schauen. So Gameplay-mäßig war eigentlich alles fein. Aber, oh, wir sehen Roy Samus. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste es eben nicht, dass der Ego-Elo einen Roy hat, bin ich ehrlich. Die Nine Samus hatte ich auf dem Schirm. Aber ja, mal schauen. Also, wenn die beiden das, die kommen ein bisschen geübt haben, was mich wundert, wenn sie das würden, hätten sie jetzt gute Kombos. Weil zum Beispiel, wenn du einen Pro hast mit langen Animationen, dann kann einfach Roy immer ein Tipper F-Smash machen. Das ist ein Tipper, das ist ein F-Smash und ist ein sehr früher Kill. Hat damals Sakai Rino immer gemacht, die haben Pit Down Throw into Roy F-Smash gemacht und zwar früher und viele Kills geholt damit. Ich glaube, hier sowas ähnliches sehen werden. Ist auf jeden Fall theoretisch möglich, natürlich mit Samus Up Throw soll das funktionieren. Oder auch Down Throw, wenn er schnell genug reagiert. Genau, das haben wir, sehr guter Double-Charakter. Sieht gleich mal diese Sharp-Shots, die hat sehr schöne All-Sheet-Options. Hat auch eine schöne Burst-Option mit Dash-Attack, wie man gerade gesehen hat. Also auf jeden Fall verständlich, kann er kriegt mit der Up-Smash. Das ist ein Move, den sieht man nicht oft, muss man sagen. Aber wenn er funktioniert, dann sehr, sehr schön. Eigentlich ist das Stop-Beat hier für das blaue Team sehr schnell. Wie generell, auch wenn Samus guter Kampf ist, man muss zu denken, die Frage ist, die hat eben die Erfahrung gegen Samus und Doubles, weil die Team mit einer Samus, die kennen das so ein bisschen, die Tipps und Tricks, die Samus mit zusammen benutzen. Der erste Kill. Ah, der Grab auf den Partner immer ein bisschen unlucky, aber passiert eben. Schöner Attack von Falvis drin, überlebt damit noch. Und generell, nein, es wird gerade ein bisschen umgeworfen irgendwie. Was ist manchmal so ein Double, manchmal ist man immer so ein Sandwich drin. Kann ich alles viel machen. Eine sehr schöne Extension von 9 hat Samus an der Ledge. Und generell so, dass dieses 2v2 an einer Stelle ist hier immer sehr chaotisch. Es wird einfach, werden alle getroffen. Aber es ist halt auch so, ist da die Natur von Doubles. Alle sich so ein bisschen gegenseitig treffen und anhauen. Jetzt ist halt wieder Samus an der Ledge, macht ein bisschen Charge-Shot. Sehr schön zu sehen, wirklich. Beide Samus-Spieler machen ihre Projektile, machen ihre Charge-Shot und die beiden Brawler, die ihr pushen wirklich. Der Charge-Shot war ein bisschen unglücklich. So ist manchmal einfach so eine Art Teampartner-Magnet. Man macht was Projektil und es drückt immer den Teampartner, egal was man macht. Sowas gibt es eben. Da kann man nichts machen. Und der hier, ja, sehr schönes 1-1 an beiden Seiten. Beide am Ledge-Töpfen vom blauen Team ist auch sehr smart, einfach so zu machen. So, beide haben einen Advantage, also einfach durchziehen. Generell ist eigentlich wieder komplett lieben, prozentmäßig. Oh, aber beide sind offstage, das ist gefährlich. Sehr schöne Dash-Attack hier. Das ist ja fast ein cooler Confirm gewesen. Mit Pits, Soundfoot und Samus Back Air. Das Spacing war nicht ganz richtig. Und wieder die Side-B von Basti, sehr schön. Jetzt wieder weiter an Ledge, alles wieder eben. Doubles ist einfach sehr, sehr schnell, muss man sagen, vielleicht die Singles. In Singles hast du im Prinzip so, hältst du eigentlich so eine Weile. In Doubles ist alles viel chaotischer, vor allem wenn du einfach zwei Samus-Spieler hast. Überall sind Projektile, du wirst die ganze Zeit getroffen und irgendwas. Ja, sehr schön, Edge gerade, gerade, Onichin. Oh, das war ein Lucky. Da hat er sich selbst. Er hätte einfach ein bisschen den Gap halten müssen, hätte er ein paar Schatz Palmes getroffen. Hat ihm sofort den Throw gemacht und dadurch hat es funktioniert. Auch mal sehr schön, diese Zahl ist offstage, sie hat sich die Zeit. Die weiß, hey, mein Teampartner respawnt gerade, ich will Zeit lassen. Oh, das war sehr, sehr viel Damage gerade auf Ego Elo. Das ist natürlich ein bisschen unlucky, wenn dann so die Charge-Shots treffen von seinem Teampartner. Das ist sehr, sehr viel Damage, sehr, sehr schnell passiert. Ja, und wieder sehr schnell abgewartet. Und es ist wieder komplett even, muss man sagen, für Ego Elo hier auf über 100%, der muss aufpassen. Oh, der Smash, der war es sogar schon. Und mal schauen, wer jetzt das coole Dreamon-Comeback sehen, worin ich eben geträumt habe. Ich sehe jetzt nicht allzu gut aus, muss man sagen. Ich habe gar keinen Jump mehr. Killt das schon? Ja, das killt sogar schon. Und das Clean 2-0 hier für Onichin und Fireless drin. Sehr schön. Ja, sehr schönes erstes Double-Set auf jeden Fall. Sehr fast-paced gewesen. Auch sehr coole Synergie auf jeden Fall von Fireless und Onichin. Hat man gesehen, wenn einer versucht, was zu confirmen, war der andere sofort ready. Die andere war sofort ready.